Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Enderworld mit mir, Big Mana. Und wir sind hier stehen geblieben bei Ist diesem wunderbaren besonders. Gespräch. Die Wir hören Magie in weiter ihm ist zu. Bis ungewöhnlich gleich. stark und außerdem ist er Fremdländer. Er kommt aus Neren, genau wie ihr. Na schön. Der Heimatgefühle wegen. Ich hoffe, ihr vergeudet nicht meine Zeit. Mit diesen Götterlämmchen zusammenzuarbeiten, bringt einen vernünftig denkenden Menschen wirklich um den letzten Nerv. Der Stuhl da hinten setzt euch hin. Ich sehe mir das mal an. Setzen. Okay. So. Das wird jetzt ein wenig kitzeln. Tatsache. Es fühlt sich wirklich seltsam an. Vielschichtig. Und verdammt mächtig. Und ihr wollt mir wirklich erzählen, dass ihr eure Begabung erst kürzlich entdeckt habt? Bei eurer Aura ist es ein Wunder, dass ihr euch noch nicht längst in den blauen Tod verwandelt habt. Erzählt mir, was passiert ist, und zwar alles. Oh, muss ich wieder eine Geschichte erzählen? Wegelosigkeit, wohin man schaut. Verstehe. Also, das mit diesen Visionen halte ich für Unfug. Und da hat euch euer Verstand einfach einen Streich gespielt. Was ja auch kein Wunder ist, wenn man bedenkt, was ihr auf dem Schiff alles erlebt habt. Ihr hattet wirklich Glück, dass euch der Magieausbruch nicht gleich die Rübe vom Rumpf gepustet hat. Ja. Ach, wie ihr meint. Ich auf jeden Fall bin in jetzt fast 50 Jahren intensivstem Studium der Magie noch keinem solchen Phänomen begegnet. Und jetzt... Alles beginnt mit den Träumen. Was zum Himmel, Arsch und Wolkenbruch? Sieht dieser Raum für euch aus wie das Gesäß einer Hure? Oder warum meint ihr hier munter rumgrapsen zu können? Diese Dokumente sind vertraulich. Ich wusste, dass es ein Fehler war, den Groschen, die wie euch anzuheuern. Nashiri hatte schon immer... Wenn ich mich recht erinnere, waren es doch Träume, die eure Leute und Thealo Aranteal hierher geführt haben. Oder, Michel? Und du? Du hast mir doch damals erzählt, dass die verschleierte Frau in der Vision diesen Satz gesagt hat. Alles beginnt mit den Träumen. Was? Ist das wahr? Aha. Dann, diese Nahtoderfahrung vor eurem Erwachen. Was sagtet ihr doch gleich? Was habt ihr gesehen? Ein, gleißendes, grelles Licht, verbrannte Körper und lauter Stimmen. Gut, ich, das ist seltsam. Aber wie dem auch sei. Jetzt zählt ohnehin erst einmal, dass wir eure Magie unter Kontrolle bekommen. Was auch immer ihr da hell gesehen habt, nützt uns nichts, wenn ihr in ein paar Monaten die Radieschen von unten betrachtet. Was hat der für Sprüche drauf? Ja, normalerweise ist das ein langwieriger Prozess. Ihr habt dieses Fieber, weil euer Geist von den vielen Möglichkeiten... die er nun plötzlich wahrnimmt, überfordert ist. Dieses Ritual, das die Endralea benutzen, um den Blick unter Kontrolle zu bekommen, nennt sich der Gang zum Wasser. Im Grunde genommen bedeutet das für ein Jahr tägliche, stundenlange Meditation, fades Essen und Abstinenz von allem, was Freude bereitet. Mit der Zeit lernt der Arkanist dann die Kräfte in sich zu kontrollieren, woraufhin das Fieber immer weniger wird und teilweise sogar verschwindet. Je nachdem, wie sehr ihr auf euren Geist achtet. Wir Nerimesen kennen jedoch eine Möglichkeit, diesen langwierigen Prozess zu umgehen. Eine Abkürzung, wenn ihr so wollt. Ich selbst beherrsche sie zwar nicht, aber eine andere von uns. Sie heißt Lashiri und ihr solltet sie so schnell wie möglich aufsuchen. In einer Ruine namens Alt-Raschengrad, unweit von Ark. Sagt ihr, dass ich euch geschickt habe, und gebt mir mal eure Karte. So, jetzt müsst ihr schon arg blöd sein, um die zu verfehlen. Am besten, ihr geht umgehend los. Und ihr, Josef, ihr kommt mit mir und zeigt mir, was euer Ausflug an die Sonnenküste ergeben hat. Hoffentlich mehr als ein paar Flaschen Honigwein. Okay, also... Der Typ ist verrückt. Was für ein Kauz, nicht wahr? Ja. Aber irgendwie mag ich ihn. Hier, das bin ich dir für deine Hilfe noch schuldig. Und falls du mal... Also, viel Erfolg beim Meistern der Magie, mein Freund. Wir sehen uns. Gut, Ausdauer.
Mana, Lebensenergie. Dann muss ich natürlich erstmal wieder laufen. Noch mal sehen. Ach, darunter, okay. Also der Typ, der dieser Magier, der ist auf jeden Fall verrückt. Der singt schon wieder. Ziemlich krass. Geile Persönlichkeiten haben die Charaktere in diesem Ding. Also finde ich sogar mehr Persönlichkeiten als die in Skyrim. Himmel, Arsch und Zwirn. Was hat er gesagt? Wie eine Nutte? Ne, wie eine Hure? Und dann müsst ihr alles am Graf. Das ist so genial, einfach nur, ganz ehrlich. Ziemlich genial. Wer seid ihr? Ihr gehört hier nicht her. Doch, ich gehöre jetzt hierher. Und ich werde jetzt mal gucken, ob das hier die Plattform ist. Weil, wenn das die Plattform. Ist das die Plattform? Das könnte sein, ne? Das ist die Plattform. Dies ist heiliger Boden, Frankreich. Ihr gehört nicht hierher. Hammergeil, ey. Mach mal Tee. Ich kann nicht mehr warten. So, also das kann man hier in der Mod nicht mehr, dass man tagsüber wartet. Man muss also wirklich ein Bett aufsuchen, um wirklich zu schlafen. Ist natürlich auf einer Seite ein bisschen realistischer, weil ich warte ja auch nicht 3 Stunden lang einfach an einem Fleck, bis es Tag wird. Sondern gehe ins Bett oder verbringe irgendwo in irgendeinem Café meine Zeit. Aber okay. Nice. Waffen brauche ich auf jeden Fall bessere. Lese ich gerade. Waffen brauche ich bessere. Vielleicht haben wir irgendwo einen Schmied, der uns vielleicht irgendwas Geiles verkaufen kann. Irgendwie eine Waffe mit richtig Wumms, dass wir ein bisschen stärker gegen die Tiere sind. Ich muss jetzt gleich nochmal die Schwierigkeit nachgucken, weil wenn ich gegen Gegner kämpfe, die sind immer so schwer. Die sind hier in der Mod. In der Mod waren die aber schon immer schwerer. Nee, ist aber. Ich muss zum Marktviertel, denke ich mal. Ihr dürft passieren, aber bemüht euch. Mhm. Oh, das ist er ja. Nice. Aber ich will zum Marktviertel, deshalb. Und da habe ich ja auch mal die Chance, jetzt mal eben nochmal die Stadt ein bisschen kennenzulernen. Die haben auch einen Hafen, sehe ich da hinten. Ah, Kaserne? Da muss ich jetzt nicht rein, oder? Ne, da muss ich jetzt nicht rein. War nur komisch. Tagsüber sieht es natürlich nicht so prickelnd aus, aber das ist immer so in diesen Spielen. Nachts fand ich immer schon ein bisschen nicht ansprechender, aber jetzt geht's eigentlich. Mal gucken, was wir jetzt machen müssen, denn ich bin noch immer nicht so ganz mit dieser Story vertraut. Was ich jetzt wirklich bin, bin ich jetzt nur ein Flüchtling oder bin ich immer der äußerste Magie und so hat? Weil im Moment sah es ja so aus, als ob ich irgendwie eine spezielle Magiefähigkeit habe. Wie eigentlich in jedem Spiel, dass irgendwas Besonderes bin. Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Folgen hatte ich nochmal von Skyrim? Ich hatte auch nur noch. Nur 70 oder so hatte ich davon, glaube ich. Ich habe gar nicht so lange gespielt, weil ich die Nebenquests nicht gemacht habe. Also auf jeden Fall ordentliches Atmosphäre. Das ist aber noch nicht der Marktplatz hier, ne? Nee, das ist nicht der Markt. So viel zu tun. Na los, geht weiter! Marktplatz, da. Ja, und da suche ich jetzt einen Schmied auf, mal, weil eigentlich muss ja da der Schmied sein. Ich hoffe es. Um vielleicht mal eine bessere Waffe zu bekommen. Weil ich brauche eine andere Waffe. Weil diese Stahlschwerter, die ich habe, am besten sind ja Eisenschwert. Wo ist die Treppe hoch? Eine Bank? Eine Waffe?
Bank. Ach hier, da kann ich die Dinger, wo ich reisen kann. Lehrling, wach. Man müsste wirklich mal härter durchgreifen. Ich kann nicht härter durchgreifen. Warte mal, was ist das hier? Das sieht nicht so aus wie eine Schneiderei. Schmiedewerk, da. Boden haben wir Schmiedewerk. Jetzt ist natürlich die Frage, haben wir hier irgendwo vielleicht eine Kaserne oder irgendwas, wo ich schlummern kann über Nacht. Wäre nämlich echt mal angenehm, dass hier eine Kaserne zu haben. Aber ich denke mal, ist das hier der Schmied? Schmelzer, das ist nur der Schmelzer. Marcel Schmelzer. So. Gibt es hier überhaupt eine Kaserne? Nicht Kaserne, hier so ein... Ihr wisst schon, Fleischerei. Das war ja die Bank. Ich möchte aber was zum Schlafen haben. Wachturm. Schneiderei. Nein, nein. Ja, ich glaube, die haben ja gar nichts zum Schlafen. Sieht auf jeden Fall nicht so aus, als ob hier irgendwas wäre. Fremdenviertel, mal gucken. Vielleicht haben die da Fremdenviertel. Könnte sein, dass die da irgendwas haben. Ich hoffe es mal. Die Musik erinnert mich an irgendwas. Jetzt zu Ende. Hallo. Zum tanzenden Nomaden. Das hört sich doch an wie eine Kaserne. Ah, wie eine Schlafunterkunft. Guten Abend. Schreitet wohl. Yeah. Malfas zum Gruß. Klar gibt's ein Zimmer. Es gut, wir lassen den Raum aufsperren. Und bitte, dreht keine krummen Dinge in Ordnung. Pfeife, Friedenskraut. Warum muss das Zeug so teuer sein? Jetzt eine schöne Pfeife, Friedenskraut. Scheiße. Das scheint meins zu sein. Ich warte jetzt, bis Tag ist, nämlich, dass ich einkaufen gehen kann. Ach, geht's dir nicht so gut. Jetzt gehe ich nochmal in diesen Schmiedeviertel, wo der Schmied ist. Um vielleicht ein neues Schwert zu bekommen. Und ich hoffe, da gibt es Schwerter, weil die brauche ich unbedingt. Einen Groschen, Misser. Bitte nur einen. Muss ich erstmal wieder gucken. War hier zum Marktplatz. Sehr gut. Ich finde alles wieder. Easy. Wirklich easy. So, ich denke mal, wir machen das auch noch jetzt hier noch mit dem Schmied eben. Ist noch nicht offen?
Na gut, dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen bei dieser Folge auf jeden Fall. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Endwall. Bis dann. Tschüss. Doof.